Ich mache heute für euch Teigtasche mit Hackfleisch und Lauch. Einkaufen müsst ihr eigentlich nur zwei Sachen. Und zwar Hackfleisch und Lauch. Alles andere hast du sicher in deinem Haushalt oder in deiner Küche. Was braucht man denn alles noch? Oder was hast du zu Hause in der Küche? Hast du Mehl? Ja. Hast du ein Ei? Bestimmt. Salz, Pfeffer, Zucker, Öl und Wasser. Bevor ich jetzt halt loslege mit Kochen, mit den Teigtaschen, wasche ich erstmal meine Hände. Kommen wir mal zum Teig. Was brauchen wir dafür? 250 Gramm Mehl, 150 Milliliter Wasser, am besten lauwarm. Dann brauchen wir noch 25 Gramm Öl, welches kannst du entscheiden, was du zu Hause hast. Dann brauchen wir noch einen halben Esslöffel mit Salz und einen halben Esslöffel mit Zucker. Wie ich den Teig zubereite, das werden wir uns jetzt mal kurz angucken. Da haben wir jetzt 250 Gramm Mehl. Da kommen jetzt die 150 Milliliter Wasser dazu. Das tun wir hier reinschütten. Dann habe ich hier 25 Gramm Öl. Das tun wir auch hier dazu geben. Das Ganze müssen wir natürlich auch dann vermengen. Genau, dann habe ich hier einen halben Esslöffel Zucker. Den schütten wir hier rein. Und dann kommt noch ein halber Esslöffel Salz dazu. Und das Ganze müssen wir jetzt zu einem Teig rühren. Und ja, das dauert jetzt natürlich ein wenig. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Jetzt kommen wir mal zum wichtigen Teil: Fleisch, Hackfleisch und Lauch. Wir brauchen 250 Gramm gemischtes Hackfleisch. Eine Stange Lauch, das müssen wir dann klein schneiden. So I can make a better me, better believe it. Wir brauchen auch noch ein Ei. Und einen halben Teelöffel mit Salz. Ja, und wie ich das gemacht habe, das werde ich jetzt halt euch auch wieder zeigen. Ja, wie machen wir jetzt die Teigtasche? Ja, ihr nehmt ein Stück Teig, Mehl auf die Oberfläche. Wie ich das gemacht habe, ich habe dann so einen Roller genommen. Ihr könnt es mit den Händen machen, wenn so auskneten. Das ist so, ja, so ein bisschen größer wie eine Untertasse für so ein Kaffeegeschirr wird, also so ausrollen oder auskneten. Die Hälfte tut er dann mit Hackfleisch und dem Lauch belegen, umklappen und mit den Händen zudrücken. Ich habe eine Gabel genommen. Bei mir sind sie jetzt nicht so toll geworden. Ich habe sie aber auch schon lange nicht mehr gemacht. Und ja, das werden wir uns jetzt auch mal ganz kurz angucken. Jetzt nimmst du eine Bratpfanne,
Bratpfanne auf den Herd stellen. Herd anmachen, so auf 6 oder 7, ja, je nachdem wie gut deiner ist. Dann nimmst du Öl. Ja, ich habe jetzt halt Rapsöl genommen, du kannst Sonnenblumenöl nehmen. Ja, die zwei würde ich eigentlich nehmen. Wartest, bis es heiß ist und dann nimmst du deine Teigtasche, legst sie vorsichtig rein und lässt sie ungefähr so 3 bis 4 Minuten, je nachdem wie heiß deine Pfanne ist oder wie heiß du deinen Kochfeld machst, lässt sie auf jeder Seite so 3 bis 5 Minuten anbraten, dass sie schön goldbraun sind oder werden. Das ist meine letzte Teigtasche. Ja, die anderen habe ich schon alle verspeist, wo ihr im Video sehen konntet, beziehungsweise habe sie verteilt. Andere durften auch mal probieren, die waren happy. Denen hat es echt gemundet, hat es einfach geschmeckt, was soll ich da noch sagen? Ja, Geschmack oder sowas rüberzubringen im Video ist schwierig. Bei mir war, wie gesagt, Hackfleisch im Angebot die Woche. Ich habe die Teigtasche schon lange nicht mehr gemacht. Darum dieses Video, dass ihr sie auch einmal nachmachen könnt. Probiert es einfach. Ja, wie ich sie jetzt gegessen habe und wie sie mir nach 2 oder 3 Jahren schmecken, das werdet ihr euch jetzt noch kurz anschauen müssen. Also, ich kann euch sagen, riechen tut's gut, schmecken tut's auch gut. Ihr dürft es nur lauwarm essen oder kalt essen auf jeden Fall. Ihr könnt einen Dip oder das so pur essen wie ich, aber echt, das schmeckt saugut. Ich wollte eigentlich gar nichts sagen, aber ich muss das jetzt loswerden. Probiert's aus und dann könnt ihr es kommentieren. Ich finde es saugut, ist zwar wegen so eine scheiß Arbeit mit dem Teig, aber Jungs, Mädels, Fingerfood, Alter, saugut, also echt. Und die Soße? Ja, so eine Sweet Chili Soße, auf jeden Fall mega. Wie gesagt, probiert's aus und schreibt's dann einfach mal in die Kommentare, wer es ausprobiert hat. Ist ja nicht schwierig, der Teig ist zwar wegen, ja, ist auch nicht schwierig, wenn man es kann, geht's. Bis zum nächsten Video.